Wird die Sommermärchenaffäre doch noch aufgeklärt? Klar ist, die früheren DFB-Funktionäre Theo Zwanziger, Horst Schmidt und Wolfgang Niersbach müssen sich vor Gericht in Deutschland verantworten. Überraschend finde ich vor allen Dingen, dass das alles so unglaublich lange dauert. Und ich mir die Frage stelle, warum dauert das eigentlich so lange? Wieso liegt das so lange rum? Es geht wie so oft im Fußball um Kohle. Der Vorwurf, die drei sollen laut Staatsanwaltschaft Steuern hinterzogen bzw. Beihilfe dazu geleistet haben. Konkret geht es um den Vorwurf der 6,7 Millionen Euro, die falsch deklariert worden sind in Steuererklärungen. Bei Das Thema erfahrt ihr, wie es weitergeht mit dem Justizfall. Und wir diskutieren, was das Ganze fast 20 Jahre später noch soll. Die Beschuldigten sind über 70, teils 80 Jahre alt. Und dass rund um die WM-Vergabe Gelder fließen, ist ein offenes Geheimnis. Was meint ihr? Macht es noch Sinn, Niersbach und Co. vors Gericht zu stellen? Schreibt es uns in die Kommentare. Doch von vorn. Dass die WM 2006 in Deutschland gelandet ist, hat wohl auch mit gekauften Stimmen zu tun. Bewiesen wurde das allerdings nicht. Klar ist, Franz Beckenbauer erhielt 2002 umgerechnet 6,7 Millionen Euro als Darlehen vom mittlerweile verstorbenen Adidas-Chef Dreyfus. Dann ging das Geld an FIFA-Funktionär Mohammed bin Hamman aus Katar. Im April 2005 wurde das Darlehen zurückbezahlt, aber nicht von Beckenbauer, sondern vom DFB. Der überwies das Geld an die FIFA, die es wieder an Dreyfus zurückbezahlte. In der Schweiz wurde schon einmal ein Verfahren gegen die damaligen Verantwortlichen eingeleitet wegen Betrugs. Ein Ergebnis gab es aber nicht, denn die Taten waren verjährt. In Deutschland hatte das Landgericht Frankfurt zunächst entschieden, dass die drei nicht doppelt für dieselbe Tat zur Verantwortung gezogen werden können. Doch das Oberlandesgericht hat diesen Beschluss jetzt gekippt. Anders als in der Schweiz geht es in Deutschland nicht um Betrug. Es geht in diesem Verfahren um Steuerhinterziehung. Also konkret geht es um den Vorwurf der 6,7 Millionen Euro, die falsch deklariert worden sind in Steuererklärungen. Also da stand Betriebsausgaben und tatsächlich waren es offensichtlich Bestechungszahlungen, aber jedenfalls keine Betriebsausgaben und schon gar nicht für eine WM-Gala. So steht das da drin, nur die WM-Gala, die hat es nie gegeben. Franz Beckenbauer steht nicht im Fokus der Justiz. Er hatte zwar die WM-Bewerbung unterstützt, spielte aber bei der Vergabe keine offizielle Rolle im DFB. Ich spekuliere mal. Der Beckenbauer war kein Funktionär des Deutschen Fußballbundes. Und angeklagt sind ja jetzt die Funktionäre des Deutschen Fußballbundes, weil die haben die Steuererklärung abgegeben bzw. sind dafür verantwortlich. Also ist Beckenbauer da nur in Anführungsstrichen Zeuge. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, wir reden ja hier auch von sowas wie Korruption, man könnte ihn ja vielleicht auch wegen Korruption verfolgen. Da hätten wir aber, glaube ich, das Problem der Verjährung. Außerdem war Beckenbauer schon den Schweizern gesundheitlich zu angegriffen für ein Verfahren. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft sind dem Staat mehr als 13 Millionen Euro Steuern durch den DFB flöten gegangen. Aber es gibt noch mehr Gründe, die Sache zu klären. Wenn ich solche Verfahren einfach einstelle, weil ich sage, boah, ist doch eh zu lange her, was sendet das eigentlich für ein Signal an eine Gesellschaft? Das sendet genau das Signal, das wir nicht haben wollen. Die Großen lassen wir laufen, aber die Kleinen, die verfolgen wir immer. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist wirklich wichtig auch für den Rechtsfrieden. Ob es jetzt zu einer Verurteilung kommt oder nicht, sicher ist, das Image von FIFA und DFB ist angekratzt. Der Blick auf den DFB ist insofern kritischer geworden, als dass die Menschen doch sehr viel mehr ihren Vereinen die Treue schwören und nicht mehr dem Deutschen Fußballbund. Ich glaube, da hat der DFB viele Fehler gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Mitleid mit den Funktionären des Deutschen Fußballbundes nicht so besonders groß sind. Wobei wir jetzt eins sagen müssen, angeklagt sind ja jetzt die ehemaligen Funktionäre. Das sind ja nicht mehr die, die jetzt da an der Macht sind und auch nicht die, die in den vergangenen Jahren an der Macht waren. Das Landgericht Frankfurt wird das Verfahren gegen die drei ehemaligen Funktionäre jetzt wieder aufnehmen. Wann der Prozess beginnt, ist noch unklar. Haben euch diese Infos gefallen? Lasst doch gerne ein Like da.